Willkommen bei Janni spielt. Ich spiele was Neues und zwar die Mars Warlocks. Ist wohl so eine Art Action-RPG Einzelspieler. Und ich wollte mir das jetzt mal anschauen. Da Planet Explorer ja vorerst mal auf Eis gelegt ist, wurde es Zeit für was Neues. Ja, Katze. Also werde ich das mal antesten. Ich habe schon so ein bisschen rumgeguckt. Also die Tastaturbelegung kann ich nicht ändern. Das ist für mich als Linkshänder immer ein bisschen doof. Mal gucken, wie ich da klarkomme. Ich glaube, das meiste wird eh mit der Maus gemacht. Da, Texte sind auf Deutsch. Die Sprache ist, glaube ich, Englisch. Aber ich starte einfach mal. Mitte, natürlich. Wie immer. Ankunft im Lager. I found myself up to my neck in the war before I knew it. Before I saw it coming. I was never much for politics. The rivalries between the Ward Guilds was something that didn't concern me. I was a teenager, and I had my own set of problems. Thinking back, I was a pretty carefree kid living a good life. My friends and I got together to talk and do nothing most every night. And then one morning, the soldiers came to take me away, me and a lot of other guys from the neighborhood, to defend the guild. I think I was actually proud at first. They gave me a uniform and a gun. And then I understood. Up close, war doesn't make you a hero. It makes you tired. It's nothing more than bloody marches. Blistering days, men stacked up against each other in sweaty trenches, stinking, covered in lice. So exhausted we can't sleep, shaking from the thought of what the next night will bring. The night, infernal marches, tramping through blood and shit. Herded like cattle by overzealous officers, sending wave after wave of idiots like me, off to get butchered, screaming at us like it was all our fault. Stupid kids who shit themselves at the first sight of a blade. And cried like babies when ordered back to the front. It could have gone on like that, until I ended up face down in the dirt. But I was one of the lucky ones, captured, and stuck in a wagon full of guys I barely knew. They rounded us up and tossed us in a cattle car, packed in like mutants, and sent us far away behind enemy lines. I don't know if it's night or day. I completely lost track of time. Nothing really mattered to me anymore. You are now in Cab 19. If you watch your step, we will get along just fine. Prisoners to Cab 19. Get off the train and stand in line. They shoved us out, lined us up, and welcomed us to our new home. You're about to meet the sand pit. I want every one of you clean within the hour. You will then be taken to the registration office. You will inform them of what you know how to do, and you will be assigned a post and a bunk. Now, get going! Fall out! A new day. At least we got a chance to clean ourselves up, even if all we had was sand.
Das sieht ja kuschelig aus. Und der auch. Get a load of these fellas. Fresh meat. This just makes my day. I was getting tired of drilling the same old asses. Sehr sympathisch. Hey, you're not bad looking either. Get out. Yeah, you got a real pretty mouth. Yucks. What do you want? Can I go your tongue? What are you, special? Is that it? Huh? You a nutcase? Maybe you get off watching. Go take a seat. After all, this is the only entertainment you'll get in here. Isn't that right, guys? Den mag ich ja nur. Ja, ich glaube, das ist auch System, dass man den nicht mag. Ah, er muss uns sausen, was? Hey, you just won't stop yakking, will ya? Spit it out, you got something to say. What's that? Speak up. Nobody can understand your squeaking, boy. We want to find you, we will. This place ain't big enough to hide from us. You crazy. You need to be put down. Große fremde Schweigsame. What are you, insane? You looking for pain? You mental? Fucked in the head? Nah, I don't need this. You're already dead. Jo, zieh den Schwanz ein. Sick fuck. Just think about what you're gonna do to this poor bitch. Brings a tear to my eye. I just can't watch. I'm sensitive. Forget it, guys. This cunt's not normal. I don't want to catch what he's got. Feigling. Hab ich jetzt einen Beschützer? Hey, thanks. Thanks for the help. Oh, ich bin der große stille Beschützer. Das ist ja nett. Also so viel zur Vorgeschichte. Gut behüteter Teenager wird in den Krieg geschickt und gefangen genommen. Wer dagegen wen kämpft, keine Ahnung. Und warum? Man weiß es nicht. Vielleicht erschließt sich das ja noch. It's history. Forget it. I wasn't gonna just stand here and watch him. Roy, ich heiße Roy. Better. It's weird. I feel better than I have in a while. Thanks again. Bitte, bitte. I told you to forget it. You still in shock or what? Listen, if you're feeling better, let's get moving. You're an easy mark here. We gotta go. I'm good. I'll follow you. Sehr schön. Follow me. Follow me. Follow me. Das erinnert mich an die Klone aus Deadpool. Follow me. Follow me. Innocence hat sich angeschlossen. Und die nächste Aufgabe ist verlasse Dingens, aber hier leuchtet irgendwas. Ich suche. Plündern. Behälter und Müllhaufen können nach unterschiedlichen Materialien durchsucht werden. Diese können genutzt werden, um Gegenstände wie Munition oder Waffen und Rüstungsverbesserungen herzustellen. Oder dienen als Tauschware für andere Materialien. Okay, dann sammle ich doch mal ein. Was geht? Sanddusche. Das klingt eklig. Das muss doch jucken. Geht's nicht lang, da geht's auch nicht lang. Nehme ich auch. Hallo, junger Mann. Shit, this stuff is finished. I'll never be able to fix it here. Rede mit Mechaniker. Hey, I'm working. I'm not here to shoot the shit. You just seem to be spinning your wheels, is all. Shit, this camp's a ruin. I don't have what I need to repair the thermal conductors or the sand pump. And I need something to tighten these bolts. And of course, my ranch is broken. Natürlich. I'm keeping busy though. I can always unblock the sand extractor. Kann die Gespräche auch abbrechen, aber ich dachte, ich lasse das jetzt einfach mal laufen.
I'm not too busy just now. Can I give you a hand? Looking for something in exchange, I guess? If you can dig up some parts and a wrench, I'll be grateful. But I already took everything in the stock, and I got no idea where to look now. What exactly do you need? I need two resistors, three bits of sheet metal, and a number 9 wrench. Okay. I'll get that for you. If you can do that, man, pretty much a wasteland equipment-wise around here. Why help the mechanic? I mean, even if he seems all right, he's still an enemy. Yeah, true, but I think it could be useful for us to get on his good side. He could give us equipment or serum. Okay, finde die Teile, die der Handwerker benötigt. Sehr schön. Also laufen kann ich mit den Pfeiltasten, das ist schon mal gut. Da ist schon wieder der. Burax. Jetzt los. I hope she's still wet, cause I'm gonna ride her hard. Been waiting for you. Me and the guys decided that we didn't appreciate your attitude. Na, das beruht auf Gegenseitigkeit, Fetzack. You may be crazy, but even if you're too fucked up to know when to open your mouth, we've decided we'll show you how to close it. Right, time to teach you some manners, darling. Live and learn. Heißt das Kämpfen jetzt? Oh, ich habe da einen Auspuff. Irgendwas. Neutralisiere Fetzo oder heißt sogar Fetzo. Hey. Drücke. Linke Maustaste. Griff. Der ist. Okay, der blockt. Dann kann ich mit F unterbrechen. Noch einer. Hey. Blocken kann ich auch. Hey. Der blockt nicht. Ich kann ihm Sand ins Gesicht werfen, okay. Soll ich mal probieren? Naja, was ist fett so, hä? Bist du tot? Oder irgendwas? K.O. zumindest. Hey there! Stop that right now, you worms! You're looking to get roasted or what? Take these wrecks to the infirmary. They nearly got killed. Tja, traurig, traurig. Ich jetzt mal. Ich vermute auch mal stark, wir sind auf dem Mars. Der Landschaft nach zu urteilen und dem Titel des Spiels nach. You could have killed them. What do you think those bastards would have done to us if it had been our faces buried in the sand? You gotta do what it takes. By the way, name is Roy. And yours? My name's Innocence. Roy? Aren't you from Aurora? Afraid so. They called me Innocence back then, but I chose Roy. Those virtue names aren't really my thing. Oh, okay. I guess Temperance doesn't fit. You look a little out of your element, kid. How'd you end up here? I was recruited, and then there was the war. I was captured a while back, and there you go. I never would have imagined that there were camps like this. It's just a POW camp, you know? We haven't got it that bad. But you gotta watch out for each other. You got a taste of what happens when we don't. Ja, haben wir gesehen. That, I got plans to leave. You, up for helping me? Leaving? You mean escaping, don't you? Is it even possible? Alone? No. The two of us. Yeah, let's go to the mess hall. We need to find a place where we can talk. Okay, I'm right behind you. Ich bin blau. Erfahrungsgewinn. Gratulation, du hast deinen ersten Stufenaufstieg erhalten. Drücke K, um deine Fähigkeit
Bäume im Spielmenü anzusehen und neue Fähigkeiten freizuschalten. K. Okay, da sind wir. Abtrünniger. Also unser Ziel ist wohl zu flüchten, so habe ich das jetzt verstanden. Kunst des Blendens. Tödlicher Schatten. Erste Hilfe. Okay, was gibt's noch? Er hat 25% Schaden. 50 Schaden. Plus 5 physischer Schaden kontinuierlich. Das klingt doch gut. Noch einen Punkt habe ich. Erlaubt Angriffe von jeder Seite zu parieren. Erlaubt Projektile zu parieren. Erlaubt elektrischen Bogen zu parieren. Hm. Parieren klingt auch gut. So, 0 Punkte. Zurück. Geh in die Kantine. Nächste Aufgabe. Aber natürlich immer umgucken, ob noch was zum Looten hier rumliegt. Ich soll ja Teile sammeln. Ist jetzt schon wieder. Karte im Spielmenü. M findest du für jeden Ort, den du erkundest, eine vollständige Karte. Du kannst zudem jederzeit Tab drücken, um deine Position auf der Schnellkarte zu prüfen, ohne das Spiel zu unterbrechen. Okay, drücke ich doch mal Tab. Okay. Ich habe ja keine Idee, wo ich hin muss. Also nützt mir die Karte im Moment auch nicht so viel. Dann mal gucken. Ah, da soll ich hin. Okay. Okidoki. Was ist jetzt schon wieder? Mann. Jo. Was ist das für ein Vieh? Hey Roy. Just wanted to tell you, everyone's talking about how you took out the fat guy. He was embarrassing the entire Aurora army. Here, take this. A little thank you. Also, nett. Thanks. Ein gesprungenes Rohr. Benutze Komma, um das Inventar zu öffnen. Komma. Und räume mit einem Gegenstand aus den Seiten Waffen und Ausrüstung auszurüsten. Einige Gegenstände können aufgerüstet oder recycelt werden, indem das entsprechende Symbol gewählt wird. Komma? Echt? Nee. Probier's mal mit I. Okay. Werkzeugkasten. Was ist der? Die Rüstung und das sind die Waffen. Ich würde das hier gerne anziehen. Plus 10 physischer Schaden. Okay. Und dann kann ich das hier doch recyceln, oder? Nee, ich kann nur das hier recyceln. Ah. Improvisierte Waffe. Recyceln. Nein. Ich will das hier recyceln. Kann ich wohl nicht. Keine Ahnung. Das ist das, was ich gesammelt habe. Okay. Muss jetzt erstmal reichen. Würde ich die ganze Zeit im Menü rumtreiben. Da kam ich her. Was gibt's hier? Hey, what the fuck are you doing? I'm thinking, damn it. You mean you're sleeping? This ain't bridge with your grandma, remember? Get it together. Huh? Alright, I call. Ach, die spielen mit Karten. Yeah, okay. Alright, Ein Teil gefunden. Hier geht's zum Bohrer. Da soll ich gar nicht hin. Und so. Wo geht's denn? Zur Kantine. Zwei von 6 Teilen gefunden. Wo geht's hier hin? Zisterne mal, oder? Nicht zur Zisterne? The access looks blocked for the moment. Geht nicht. Also muss ich doch zum Bohrer. Trill heißt auch Bohrer. Ja, da stand eben auch Messen. Mess ist die Kantine. Na, mal gucken, wo es mich hinführt. Da ist wieder was zum Looten. Hüpfen kann ich nicht. Also die Leertaste ist für andere Sachen reserviert.
3 von 6. Da ist die Kantine. Let's find somewhere quiet. Einen ruhigen Tisch finden. Tisch erstmal umgucken. Bisschen crowded hier. Das ist dafür, dass wir Gefangene sind. Dürfen wir aber ganz schön frei rumlaufen so. Das sieht doch schön leer aus. Here we are. It's not five star, but it's safe. No one fights in the mess. Now we can talk in private. What did you want to talk to me about? Keep your voice down. This is a sensitive matter. I'm planning on breaking out of here. It'll be tough doing it on my own. Probably impossible, but with what happened, I thought you might want to get out. This sounds like a dream. Do you have a plan? I've been working on this for a while, but I'm gonna need you and it's gonna take some balls. Sure you're up for this? Of course. I don't like being locked up any more than the next guy. If my first day is any indication of what's to come, you know? Good, then listen up. This place is here for a reason. Crumbling wall, guards who don't give a shit, and surrounded by desert. But if you're outside when the sun rises, you'll bake in your boots right before your eyes melt. I get it. Then how are we doing this? There's only one way. We have to steal the train that brings the prisoners here. But that's a... I mean, you're tough and all, but... How can you pull something like that off? I want you to volunteer to work for the electric station in camp. You'll use the job to check out how they protect the train, everything about it. Once you get the info, with a little luck on my end, I'll have picked up some weapons. All that we'll have left to do is break in, knock out the electric barriers, and we're out of here. Klingt doch ganz einfach. But we already have weapons, don't we? These toys aren't gonna do much against armed guards. They got armor. We need guns, at least. And I've got a good idea how we're gonna get them. Shit, guys! It's hitting the fan down there! Those abundance bastards sent some of our boys back in pieces again! Holy shit! Are they dead? If they're not, they're as good as! Bet those assholes are gonna come back with their sign-up speech again! More food if you go down do some cleaning! Yeah, except it's more food for those fucking bugs! Thanks, but I'll give it a miss. Ich glaube, ich habe schon so eine Ahnung, wo ich hingehe. Perfect. This is exactly what I was hoping for. What? What are they talking about? The drilling well keeps getting overrun by moles. And because the grunts have better things to do than get rid of the vermin themselves, they send prisoners in with weapons to take them out. I'm gonna volunteer. Und weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. The idea is to bluff them, to get them to believe that you're an electrical genius. Don't worry, I'm gonna back you up. All right, I'll ask to be assigned to the power plant. Just get them to believe that you've already done that kind of work. It'll fly. Come on, let's go. Auf geht's. Go, go, go. Geh ins Rekrutierungsbüro. Das nicht auf der Map ist. Okay. Triff alle notwendigen Vorbereitungen zur Flucht. Da geht's nicht lang. Der lässt mich nicht durch. Dann war ich schon. Da komme ich nicht hier. Okay, da ist die Werkstatt. Komme ich nicht rein. Dann muss es hier lang gehen. Geh ins Rekrutierungsbüro. Ja. Na, da hinten war ich noch nicht. Ja, komm ich da hier? Ich glaube, da kam ich hier. Gehe ich doch mal hier lang. Nummer 4 von 6, da geht's zur Messung. Roy, so you finally taught the fat guy a lesson, huh? Ha! That fucking vermin, good one! Danke, danke. Immer gerne.
Rekrutierungsbüro. Zum Krater gehen. Ich glaube, ich gucke mich hier erstmal ein bisschen um. Gibt's hier ja noch was zum Looten. Nichts, da ist was. Okay, da hinten leuchtet's auch. Gut. Und wenn nicht, ich will an die, ups, ich will an die Kiste. Blocken alle nicht, das ist schön. Hey, Level up. Charaktereigenschaften? Ist das was anderes als sagen? Schneller lerne. Natürlich will ich das. Habe ich hier auch was? 2 Punkte. Was war das nochmal? 25% Schaden beim Ausweichen. Oh, klingt doch gut. 1 Punkt habe ich noch. Ich mache mal in die Abteilung hier. Feinde haben weniger Chance, einem Sandwurf auszuweichen. Wirft Sand in größerem Bereich. Feinde bleiben für 50%. Das klingt auch gut. Okay. Okay. Da ist die Kiste, an die ich wollte. Serum. 10 Serum. Oh, die Leichen kann ich auch durchsuchen. Haben die alle leere Taschen. Immerhin ein bisschen Stoff. Okay. Na lauf. Nummer 5. Tomaten. Yum, yummy. Geht's denn hier hin? Hey Roy, I don't know what you did, but Bob was looking for you a couple minutes back. He's on guard in the next block. Okay. Guess he wants to talk to me about the fat guy. Thanks for the info. No problem. Later. Sehe nichts. Doch, oh, ist noch was. Ups. Ist das hier der Aufenthaltsraum oder was? Da ist nichts. Da hinten liegt noch was. Kein Teil für den Mechaniker. Da komme ich wahrscheinlich nicht hoch. So, überall wo Leute davor sind, komme ich nicht hin. Das ist der Hof für den Freigang. Ah, 6 von 6. Sehr schön. Könnte ich hier eigentlich schon zurückgehen und die Dings abgeben. Wo geht's denn hier hin? Verwirrend. Was ist... Wo bin ich hier? Ah, da geht's wieder in die... Hey, da bin ich auch hergekommen. Ich kann auch rennen mit der Shift-Taste. Es geht doch irgendwie hier. Ja. Hier. Everything you asked for. Oh, hey, great. They should have given me an assistant like you. Here's some serum. That's all I can give you without running into trouble. Danke, danke. Still need parts? Not just now. I'm getting back to work now. All right then, see you. Okay. Aufgabe erfüllt. Neue Aufgabe. Gehe später nochmal zu dem Mechaniker. Okay, das kriege ich hin. Stufe 5. Das heißt, ich kann doch wieder irgendwas verfügbare Punkte 3.
Besiege 20 Feinde. Das kann ich also noch nicht machen. Schnüffler, durchsuche 3 Feinde. Ich habe keine Ahnung, für was das gut ist. Fähigkeiten, habe ich auch wieder 4 Punkte jetzt. Das ist alles noch gesperrt. Ah, die kann ich auch noch aufrüsten. Kann ich das aufrüsten? Mal gucken. Tatsächlich. Ah, jetzt verstehe ich das. Das ist jetzt maximal aufgerüstet. Jetzt gilt das untere. Also alles 3 natürlich. Was haben wir hier? Angriffe von hinten Person 50% mehr Schaden. Ich glaube, es ist ganz sinnvoll, das alles zu machen. So, erstmal die, für die ich nur einen Punkt brauche. Okay. Ganz schön kompliziert, wenn man nicht weiß, was man tut. So, da kam ich her. Und ich soll... Achso, da geht es ja nicht lang. Was soll ich eigentlich tun? Das war... Warlock. Geh ins Rekrutierungsbüro. Genau, das war das, was ich tun sollte. Gehe ich wieder hier durch? Hier, also gehe ich wieder hier lang. Rekrutierungsbüro. Habe ich hier schon überall gesucht? Nein. Da liegt noch was. Dieser Blick. Fix. Kenne deinen Feind. Deine Feinde nutzen unterschiedliche Taktiken, abhängig von ihrem Typ und ihrer Ausrüstung. Prüfe die Aufzeichnungen über Gegner im Warlock, um die richtigen Strategien zu finden. Rollen. Hunde können durch Frontalangriffe nicht verletzt werden. Merke dir ihre Bewegungen und nutze leer. Um hinter sie zu kommen und sie an ihrer Schwachstelle anzugreifen. Ey! Ich kann auch einfach um ihn rumlaufen. Ey! Das ist nicht nett. Das ist so weird. Ich habe nie einen Dog-Attack wie das bevor. Ja, das ist strange. Looks rabid. Toll gut. Ich muss mit dem Kennelmaster sprechen. Danke für die Hilfe, Roy. Wir übernehmen jetzt. Bitte, bitte. Okay, aber durchsuchen, das habe ich ja schon selbst gemerkt. Kann ich den auch durchsuchen? Ja, tatsächlich. Was kriege ich? Leder und Chemie. So, da kam ich her. Da geht es nicht lang. Und er sagt, da lang geht es zum Rekrutierungsbüro. Also gehe ich wieder hier zurück. Und da geht es auch nicht lang. Dann gehe ich wieder hier zurück. Ich habe so eine Ahnung, wo ich hin muss. Die habe ich schon durchsucht. Gehe ich wieder hier hoch. Und diese Zwischensequenzen, in denen er sich bewegt, kann ich auch überspringen. Rekrutierungsbüro und Bohre. Auf zum Krater. Das war jetzt aber auch erstmal genug für die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es ganz interessant. Die Grafik ist auch okay. Die Steuerung ist auch okay. Also bisher macht es Spaß. Mal schauen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.